Vielleicht erinnert ihr euch noch. 3 Jahre sind's wohl her. An den Kanal 1.4 und auch an Teddybär. Ich habe ihn lange nicht gehört, weil ich woanders fuhr. Doch heute war ich wieder mal auf meiner alten Tour. Und wisst ihr noch, wie alle kamen zu meinem kleinen Freund? So mancher von den harten Trackern hat so wie ich heimlich geweint. Ja, wieder war ich so wie damals, ganz kurz vor dieser Stadt. Da hörte ich auch schon die Stimme, die mir so viel gegeben hat. Wo ist ein Fahrer, der mich hört? Wer meldet sich bei mir? Hey, Tracker hier, spricht Teddybär, auf dem Kanal 1.4. Ich nahm das Mikro in die Hand und sprach langsam hinein. Erinnerst du dich noch an mich? Wie geht's dir, kleiner Freund? Erst war ich still, doch dann ging's los. Er war wie aufgedreht und alles, was er mir erzählte, hat mich da drinnen tief bewegt. Er sagte, ich habe einen neuen Daddy und der ist Tracker, so wie du. Er redete und redete, ich hörte ihm still zu. Und Mama ist nun oft zu Hause und hat für mich auch viel mehr Zeit. Ich habe jetzt auch viele Freunde, die ganzen Tracker, weit und breit. Ja, ich war längst schon stehen geblieben, am Parkplatz auf der Autobahn. Und als er rief, komm mich besuchen, packte es mich wie damals an. Ich schaute auf die Uhr und dachte, was soll's, es ist doch einerlei. Auf 10 Minuten kommt's nicht an und sagte, okay, ich komm vorbei. Von weitem sah ich schon das Haus. Ich freute mich schon sehr. Der Diesel stand, was ich dann sah, fiel mir zu glauben schwer. Gefühle kann man nicht beschreiben. Ich gäbe vieles jetzt dafür. Da stand mein kleiner Teddybär alleine vor der Tür. Er sagte, gib mir deine Hand, allein kann ich's noch nicht. Verdammt, die Sonne schien mir gerade jetzt mitten ins Gesicht. Ich wusste nichts zu sagen, stand nur wortlos da und ich war froh, dass Teddybär meine Tränen jetzt nicht sah. Ich streckte ihm die Hand entgegen, wollte ihm behilflich sein. Was dann geschah, war wie ein Wunder. Er machte einen Schritt allein. Ein Kind so außer sich vor Glück habe ich noch nie gesehen. Er rief, ich hab's geschafft, mit deiner Hilfe. Hey Fahrer, hast du das gesehen? Ich nahm den Jungen in den Arm und hätte beinahe losgeweint. Ich strich ihm übers Haar und sagte, ist ja gut, mein kleiner Freund. Dann habe ich meinen Teddybär wieder hinaufgebracht. Ich wollte nur 10 Minuten bleiben, doch das habe ich mir nur gedacht. 3 Stunden sind es fast geworden. Ich hoffe, man verzeiht es mir. Und als ich ging, winkte der Junge noch lange an der Tür. Ich habe erlebt, wie sehr die Kraft der Liebe helfen kann. Ich danke euch für Teddybär, Kapitäne der Autobahn. Und wenn ich meine Augen schließe, sehe ich ein Bild vor mir. Es ist ein 18-Tonner Diesel und auf der Plane steht Teddybär 1.4.